Willkommen zurück zu Stranger Things 3, The Game. Ich bin jetzt nun durch mit der Serie, aber ich muss erst noch hier alles wieder einstellen. Man kennt es doch, dass das Spiel das nicht speichert. Sonst ist das alles viel zu laut. So, ich bin jetzt auch mit der Serie durch, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, von daher keine Ahnung, ob ich das jetzt eben schon gesagt habe oder nicht. Was war denn unsere Quest? Achso, finde 5 persönliche Gegenstände. Haben wir da nicht schon welche gehabt? Ah, hier liegt was, ne? Das ist ein Schneeball. Tischtennisball. What the fuck? Also ich kann euch Stranger Things 3 sehr empfehlen. Auch das Staffelfinale ist... Ich sag dazu mal nichts. Lasst euch einfach überraschen. Oder ich sag's euch, wenn wir dann hier im Spiel soweit sind. Meine Meinung und sowas. Oh, der ist ein guter Nahkämpfer. Ich muss natürlich auch auf meine Gesundheit achten. Dann kann ich doch, warte mal. Ich weiß nicht, ob es an ihm liegt, dass er das kann, aber dann könnte ich doch... Ja. Das so verschieben. Oops. Ach, zum Glück der respawnt. Aber man kann ihn, glaube ich, noch einmal schieben, oder? Nee. Ich glaube, jetzt habe ich Kacke gebaut. Dann eben so.
Aber hier ist doch nichts. Ach doch, hier ist noch eine Tür. Das war offensichtlich, dass da was drin ist. Also offensichtlicher ging das ja nun nicht. Also irgendwo muss ich noch was übersehen haben. Schleifstein. Was haben wir noch so für Quests? Aktuell keine. Dann hierhin zu Flowers. Bei Flowers gibt es noch eine. Rede mit. Ach nee, warte, das ist was anderes. Sammle, rette Samantha im Blumenladen. Wie kann man sich denn auf der Toilette selbst einsperren? Hallo ich, du hast den Ersatzschlüssel woanders auf dem Netz, weil der Mountfield reingegeben hat, dass es sich best geklaut hat. Mein Gott, wie kann man sich denn auf die Toilette einsperren, so ein Versager. Sehr hilfreich. Sie hat jetzt mir mit ihren Aussagen sehr aus der Patsche geholfen. Du frisst ja einfach in dem Spiel viel zu viel Damage. Kann man nicht Gegner ausstellen, außer halt die wichtigen Story-relevanten? Thank you.
haben wir denn da? Motorenöl. Wenn ich alle Blumen kaputt machen muss. Warum soll ich überhaupt mit dir sprechen? Weil das bringt doch letztendlich eh nichts. Ich kriege keinen Hinweis, ich kriege nichts. Aber wieso versteckt man denn den Schlüssel zur Toilette irgendwo? Das macht doch gar keinen Sinn. Jeder muss doch mal aufs Klo. Irgendwann. Wie nennt man das? Schnitzeljagd, ne? Damit ich weiß, wie ich den Videotitel nenne. Er ist in dem Zimmer, in dem du mit dem heißen Austauschschüler rumgemacht hast. Danke. Jetzt habe ich den Hintertisch. Warum hat sie uns den nicht gleich gegeben? Dann kann ich ja jetzt auch hier rein. Fängt schon langsam an. Ihr seht schon, warum die Ratten da sind, ne? Da muss jemand Winziges ran. Blumengeschäftsschlüssel. Na endlich. Das war dafür, dass wir hier die ganze Zeit warten mussten. Okay, die drei Blumen dürfen überleben. Vier. Die sehen krank und eklig aus. Ah.
Achso, die, die wir schon erledigt haben. Sie meinen die damit. Minuten. Mann, die Zeit rennt. Jetzt muss ich mal gucken, was diese Coke macht. Gibt der eine Gruppe 3 Energie? Ja toll, und ich dachte immer, die gibt, das gibt immer Gesundheit. Kann ich irgendwas craften? Irgendwas? Noch 2, 4, 6, 7 Charaktere können wir freischalten. Aber dazu später. Guck mal erstmal, was hier so questmäßig abgeht. Nichts, ne? Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch Zeit haben, dann gucken wir auch mal in diesem Stadtgebiet danach. Warte mal, wo kann ich denn Dinger kaufen? Gibt es hier irgendwo einen Automaten? Man konnte doch. Oh, nee, tschüss. Man konnte doch einen Automaten immer Dings kaufen. Ich gehe mal zum Hawkins Square. Nein, jetzt. Da wollte ich hin. Vielleicht gibt hier noch Sidequests. Mhm. Nee, sieht nicht so aus. Aber, nee, doch, das ist eine Kraftbank. Doch, hier ist ein Automat. In der Schwimmhalle. Und wir haben hier keine Sidequests. Das ist mehr oder weniger gut. Ich habe mir auch so die Achievements angeguckt. Es gibt eigentlich fast ausschließlich, wenn du die Sidequests beendest, Achievements. Sorry, das ist der letzte. Jetzt habe ich eine Waffe gekauft. Kann ich die irgendwie... Warte mal, Steve... Habe ich noch nicht, ne? Ach, das ist Jonathan. Ich verwechsel immer Steve mit Jonathan. Ah, ja, ja. Oh, und ich könnte vielleicht mal meine Gruppe boosten. Ja, gut. So, dann gehen wir jetzt storymäßig weiter, weil ja nichts mehr zu tun ist. Jetzt haben wir 10% mehr Schaden und 5% mehr Tempo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Findet ihr es nicht auch eine Frechheit, dass die Entwickler von diesem Spiel... Nun ja... Oh, scheiße. Findet ihr es nicht auch komisch, dass sie Geld verlangen? 18 starke Euro für ein Spiel, das erstens mal 100 MB groß ist. Das gibt ja allein schon genug Hinweise, was der Inhalt ist, so. Wie gesagt, ich sage dazu nichts. Die können ja ihr Geld verdienen, ist ja alles gut, aber die zweite Sache, und das ist der Grund, warum ich mich... Jetzt kann die Dame kein Fernsehen mehr gucken. Aber wie gesagt, das Spiel gab es gratis auf Handy. Also ich meine jetzt nicht dieses Spiel, Stranger Things 3, sondern zur ersten Staffel. Stranger Things The Game gibt es im App Store gratis. Deswegen wundert es mich, dass... wenn ihr möchtet, kann ich das auch Let's Playen im Nachhinein, aber
Ich habe ja Emulator, aber ich arbeite gerade daran, einem anderen Emulator aufzunehmen. Der heißt BlueStacks. Was? Durch Triskos Stall. Muss ich da hier hin? Nee, das ist der Keller. Wo ist der Stall? Draußen, ne? Wenn ihr möchtet, kann ich das auch machen. Dann müsst ihr mir Resonanz da lassen. Also mir ist das eigentlich Wurst. Dann spiele ich das auf dem Handy, aber auf dem Emulator. Und nehme das auf. Aber das könnte dann natürlich dementsprechend nicht so flüssig sein, wie es hier gerade sich. Also das hier ist 60 Frames. Ich nehme 32 auf. Hat so seine Gründe. 30 reichen eigentlich. Weil es ist eh ein Pixelspiel. Damals waren Pixelspiele auch nicht 60 Frames. Triskos-Stall. Ich dachte gerade, ich habe mich jetzt hier selber eingesperrt. Weil der eine mitgekommen ist. Ich wollte den eigentlich da stehen lassen. Das wäre so ein Game-Breaking-Bug gewesen. Oh, ich dachte eigentlich, das geht in die Luft. Aha. Zwerg Nummer 15. Mann, ich will nicht wechseln. Oh, scheiße. Ich habe Medkit verwendet. Das ist die ganze Zeit nur, weil ich ständig mit WASD steuern möchte. Derweil ist es so eine bescheuerte Klicksteuerung. Mann. Ich habe Q gedrückt statt W. So meine ich das. Und mich regt das auch auf, dass ich hier ständig durchwechseln möchte. Ich möchte nicht Dings spielen. Wie heißt da Dustin, glaube ich, ne? Ich bin schlecht im Namen merken, also seid mir da bitte nicht böse. Dustin, genau. Ah. So. Ich würde das halt schon noch gerne beenden. Wir sind bei 24 Minuten, das ist okay. Eine Sequenz. Irgendwas stimmt nicht. Den Schleim nehme ich noch mit. Ach du Kacke! Hallo! Man darf nicht in den Schleim treten, sonst wird man irgendwie stuck. Deswegen ist der Gang auch hier so lang, weil diese scheiß Ratten wiederkommen. Aber die greifen zum Glück nicht an, die Dinger. Ah doch, wenn sie sich vereinigen, dann schon. Aber alleine sind sie wehrlos und schwach. Oh, und ich latsche auch noch rein. Das ist halt das Problem mit dieser Kacksteuerung hier. Weil die Steuerung so komplett Bullshit ist, einfach nur. So, ich ignoriere die Gegner jetzt einfach mal. So weitestgehend. Oh, geh doch da rein. Was ist denn hier passiert? Ein Sackdünger.
unverwundbar. Geschundene Mrs. Driscoll. Wie kann man die denn angreifen? Die ist unverwundbar. Wahrscheinlich den Strom anschalten. Ja. Warum ist sie denn nur bei Tageslicht verwundbar? Das verstehe ich nicht. Ich meine, klar, diese Kreaturen mögen kein Licht. Das ist ja auch bekannt, was sie sehen, aber trotzdem. Ist sie gerade despawned? Oh. Da können wir doch mal ein Medikit gönnen. Gut, ich verlasse erstmal das Gebiet hier, weil wir sonst diese Ratten auch am nächsten Part noch eine Backe haben. Ich würde sagen, ich hoffe, das Spiel speichert hier, sonst raste ich aus. Warte, ich gehe nochmal hier rein. Ah, verdammt. Ich gehe nochmal bei Hawkins Post rein. Ich fühle mich sicher, wenn da oben ein Speichersymbol steht. Seht ihr, und jetzt seht ihr, warum ich vorhin den Kaffee so falsch gemacht habe. Weil das Arschlöcher sind. Ich wusste ja schon, dass das passiert. Ich kenne ja, wie gesagt, jetzt inzwischen die komplette Serie. Oh, noch eine Zwischensequenz. Wie sind wir denn? 30 Minuten fast. Jetzt geht's los. Kapitel 3. Die verschwundenen Rettungsschwimmerin. Hier ist übrigens ein Gnomen, den nehme ich mal schnell mit. Zwerg Nummer 1. Und da war es das mit Stranger Things 3 The Game für heute. Bedanke mich fürs Zugucken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.